Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Pizza Connection 3 hier vom Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaltet und auch sehen wollt, ob wir hier noch eine Chance haben, aus dem Miesen rauszukommen oder ob das ganze Spiel dann doch schon wieder schneller zu Ende sein wird als erhofft. Also eigentlich sind wir hier in der Reichweite, weil wir hier auch Werbung gemacht haben, sollten wir noch eigentlich auch ein bisschen Studenten bei uns reinkriegen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir hier eine Chance haben. Was war jetzt hier? Wir haben hier Hawaii, Fett Spezial und Tonno auf der Speisekarte. Tonno Plus. Und ich glaube, die verkaufen sich teilweise gar nicht mal so gut. Um das aber mal so auszudrücken. Ja, guck mal. Zufriedenheit insgesamt sind die mit unserer Speisekarte sehr, sehr unzufrieden. Bonzen, Gruft, die Studenten geht zu Teenager, Touris. Ich weiß gar nicht warum. Ist denen das zu teuer insgesamt? Also vielleicht ist es dann doch weniger manchmal mehr. Also, wir gehen mal wieder in die Preise. Und machen mal eine 200%ige. Und gucken, ob es ein bisschen besser wird. Romano. Nee, warte. Ich will keine neue Pizza. Ich will eigentlich die nehmen, die wir schon auf unserer Speisekarte haben und die einfach noch mal ein bisschen im Preis verändern. So, und das machen wir jetzt erstmal heute. Oh nee, es ist wieder alles falsch rum. Na gut, mit der Maus geht's noch. Also, lass uns da. Hä? Ach, wieso das denn schon wieder? Jetzt geht's. Also, Menükarte. 3 von 10, aber viele benötigte Zutaten. Ich glaube, Tonno können wir komplett rausschmeißen. Und danach ist auf einmal die Zufriedenheit mit der Speisekarte deutlich besser. Die Tonno haut die Zufriedenheit so sehr runter, dass wir die Pizza tatsächlich jetzt einfach mal komplett vergessen können. Ich würde sagen, wir wollen aber nochmal eine Pizza backen. Eine günstige, die nicht zu teuer wird. Praktischerweise für auch Studenten ausgerichtet ist, weil die Studenten wohnen ja nun mal gleich nebenan. Nein, den Chefkoch, den sparen wir uns, der kann ja nichts, das haben wir schon gemerkt. Wir sehen mal so eine komische Pizza hier, hau ein bisschen Soße drauf. So, machen wir Paprika in kleinen Stücken. Was ist denn für Studenten sowieso das Beste? Studenten mögen ganz gerne Fleisch aller Art. Hackfleisch hatten wir doch, glaube ich, schon so ein bisschen. Tun wir noch ein bisschen mehr rauf, ein bisschen von der Salami. Fisch, ja, ein ganz bisschen Thunfisch mit reinmixen. Aber nur so einen kleinen. Ah, das wird schon wieder, wir haben schon wieder sonst so viele Zutaten drauf, ne? Teenager, Studenten, Gruftis. Studenten, Gewürze mögen sie eigentlich so gut wie alle. Ah, das so, Ingwer war ein bisschen günstiger. Teenager, Studenten immer noch, naja, geht so. Noch ein bisschen Hackfleisch. Das wiegt die Pizza 213 Gramm. Hast du noch günstig ein bisschen Zucchini klein gehäckselt? Haben wir noch gar nicht drauf, aber dann haben wir nachher wahrscheinlich auch wieder zu viel Zutaten. So, Studenten ist gut. Speichern. Achso, wir gehen nochmal in den Preis. 200 lassen wir erstmal. 14,64 Verkaufspreis. Pizza Student. Oder wollen wir sie Student nennen? Pizza Study. Studi. So, speichern und gut. Hat mir schon gespeichert. Die haben wir nochmal mit auf die Menükarte rauf, in Hoffnung, dass das nicht ganz schief geht. Na, guck mal, so ist die Studenten noch mit in den grünen Bereich reingekommen. Ist die Tonne ist aber nicht bezahlbar. Und die Zutaten, die wir benötigen, sind jetzt auch nicht mehr geworden. Sind nur noch ein bisschen anders zusammengestellt. Das Sabotieren können wir noch lange nicht, denn
das wird jetzt der entscheidende Tag, ob wir ins Plus reinkommen, weil unser Personal einfach viel zu teuer ist. Wir haben aber auch, also ich kriege hier nicht mehr Platz aktuell rein. Ne? Wir hatten schon, glaube ich, eine Doppelbelegung angestellten technisch. Hier ist noch, achso, ja gut, die beiden tauschen wir in der Schicht einmal aus. Sorry. Und Ware, glaube ich, haben wir genug auf Lager. Ja, weil wir können uns diese teuren Leute nicht so richtig gut leisten hier. Gut, ich würde sagen, wir gehen wieder in Play-Modus, bis unsere erste Schicht kommt. Auch da ist die Überlegung in Zukunft, dass wir vielleicht auch von 0 bis 3 schon arbeiten. Also an Sabotage ist lange nicht zu denken. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, was essen die Leute hier. Das war eine Fett-Spezial. Das ist noch eine Fett-Spezial. Noch eine Fett-Spezial. Okay, alle essen sie Fett-Spezial. Tatsächlich bisher nur die Pizza ist rausgegangen. 8600. Ja, wir könnten 50.000er Kredit aufnehmen, ne? Nur mal so, schon mal zur Info. Und versuchen noch einen zweiten Laden zu eröffnen, der in irgendeiner Region ist, wo wir auch Studenten und Touris gut erreichen. Jetzt läuft es hier gerade relativ rund. Ja, auch die neue Pizza wird verkauft. Und jetzt haben wir wieder so eine... Um 10 Uhr ist ziemlich wenig los. Derzeit wird das Lager gut aufgefüllt. 38 Stunden noch Zeit, um die Schulden zu begleichen. Ja, meine Hoffnung war ja eigentlich schon, dass wir hier vorne noch einen zweiten Laden mieten, um mit den Sabotieren nachher von zwei Seiten anzufangen. Weil mit dem einen Saboteur war das echt schwierig. 3500. 14 Uhr ist es gleich. Dann unser Laden, wie gesagt, viel mehr brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr erwarten, wa? Können wir aber auch nicht mehr Werbung leisten aktuell. 3200 noch miese. Ja, einen Kredit, einen weiteren Laden mieten, eröffnen und hoffen, dass er auch Plus macht. Ist eine Variante. Jetzt minus 2,2 noch. Das Pizza-Bewertung basiert auf der Zutatenqualität Pizza. Ach, sind die... Ach. Haben wir so schlechte Lieferanten hier in der Auswahl, habe ich da gar nicht dran gedacht. Oh, Supermarkt. Supermarkt ist ja eigentlich nicht so schlecht. Minus 1000 haben wir immer noch. Wir kommen heute nicht aus den Schulden raus, wie es aussieht. Das heißt also, wir haben zwar diesen einen Schritt hier geschafft in Pizza Connection. Wir haben es tatsächlich endlich mal wieder geschafft, diese Vorgaben zu erfüllen. Aber diesmal schaffen wir die finanzielle Seite nicht. Überhaupt nicht. Also haben wir jetzt noch einen Tag Zeit, aus den Schulden rauszukommen. Wir können natürlich nochmal gucken, warum haben wir so viel miese gemacht. Wo ist das Problem? Die Angestellten sind das Problem. Köche, Servicekräfte, Zulieferer, viel zu teuer. Also wenn wir ein paar Zulieferer rausschmeißen, die nicht nur in Doppelschichten arbeiten. Die Werbeflächen sind auch viel zu teuer. 4.000 haben wir gestern dafür ausgegeben. Die Leute, die laufen nicht so weit, ne? Also, kündigen. Kündigen. Die beiden behalten wir aber noch. Jetzt nochmal den Zulieferplan ändern. So, zwei schmeißen wir raus. Den. Und den. Zutatenmenge, da kann ja fast nichts tragen hier. So. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier in die Gewinnzone zu kommen. Ich überlege auch nochmal. Lass uns die doch ein bisschen vorher starten, oder? Dass wir die ganze Zeit aufhaben. Da kommen ja über Nacht schon welche. Wir müssen eigentlich rund um die Uhr aufhaben. Ich sehe keine Chance, hier jetzt überhaupt noch, glaube ich, rauszukommen. Außer kurz vor Ende würde ich einen Kredit aufnehmen von 50.000. Und die Variante dann eben, dass wir vorne noch einen weiteren Laden mieten.
sehe ich dann als einzige Chance. Ja, da hatten wir das schon erforscht eigentlich, die Ganoven. Ja, 5000 kostet so einer. Wir können das natürlich auch versuchen, aber das ist natürlich dann mega ärgerlich. Wenn wir das mit dem nachher nicht schaffen zum Beispiel, ne? Toll, jetzt haben wir die hier eingestellt in der Schicht und es kommt keiner, oder was? Hier haben wir noch eine Werbeplattform und hier haben wir eine Werbeplattform. Unser Lager ist prall gefüllt, also kostentechnisch werden wir jetzt 3000 sparen. Mit ein bisschen Glück reicht das, um gerade so raus aus den Schulden zu kommen. Guck mal, ein Gast ist immerhin die Zeit da. Stunden noch. Es kommt zu wenig Gäste, ich weiß nicht genau warum. Hat nicht benutzt, achso, jetzt haben wir wieder irgendwas, was nicht auf Lager ist. Noch 8 Stunden Zeit, um aus den Schulden rauszukommen, wir schaffen es einfach nicht. 5 Stunden noch, jetzt ist zwar ein bisschen was los, aber wir machen also von Tag zu Tag mehr Miese. Also hier gibt es noch einen Laden. Nur hier ist auch nichts wirklich Tolles in der Gegend, ne? Hier ist noch ein Laden, da haben wir aber alles Mögliche, ne? Also hier haben wir eine ganz gemischte Zielgruppe. Können wir noch pachten? Konnten wir sogar noch pachten, obwohl wir gar kein Geld haben. Ja, also letzte Chance, ne? Wir nehmen jetzt noch einen Kredit auf. Maximum. Geht sogar 10 Tage tägliche Rückzahlung 5000. So, dann werden wir hier diesen Laden jetzt, haben wir gepachtet? Hatten wir doch gepachtet. Der hat natürlich nicht funktioniert. Fortfahren. Außer Betrieb. So, jetzt müssen wir erstmal kurz, gehe ich mal in Stoppmodus rein. Andere Aufteilung vielleicht. Ja, Architekten. Also erstmal in Ausbau. Ne, Grundriss ändern. Das kostet 2,5. Erstens Saal. Könnten auch einen Lieferdienst noch mit etablieren, oder? Sollen wir das mal versuchen hier? Aber ich weiß gar nicht, ob das haben wir noch gar nicht erforscht, oder? So, das machen wir im Speisesaal. Das wird die Küche, das wird das Lager. Der bleibt dann erstmal noch mal leer. Kleiner Gästeraum. Einfach, rustikal, modern. Ich mache noch mal ein bisschen Modernes, ne? So, da versuchen wir den jeweils 2 ranzukriegen. Ein bisschen Abstand, wir können da auch irgendwie ein paar ran. Also, wollen wir mal gucken, wie viele kriegen wir hier ran. Da ein, hier ein, hier ein. Machen wir von allen ein bisschen was. Die sind zu teuer. Die kosten 600 das Stück. Dann lieber noch ein paar einfache. Wir haben ja nur noch 32.000. So fürs Erste, oder? Ein Ofen. Wir werden erstmal hier mit einer einfachen Schicht, glaube ich, arbeiten. Oder sollen wir auch von vornherein mit einer Doppelschicht arbeiten? Ich kann es noch nicht genau sagen. So, Menükarte, da kommen erstmal die funktionieren. Hawaii funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Fett Spezial läuft und Pizza Study. Tonno.
Hier können die Leute das vielleicht sogar bezahlen. Ich lasse es erstmal drauf. 17 benötigte Zutaten, 4 von 10 Pizzen. Das ist so, ich weiß es nicht. Wir können hier 10 Pizzen raufschauen. Jeder darf aber im Durchschnitt nur 1,5 unterschiedliche Zutaten haben. Ansonsten funktioniert das alles nicht. Ich meine, wir hier die günstigsten Personal einfach mal nehmen und versuchen mit denen zu leben. Aber ich glaube, die machen auch nichts Gutes. Also wir gehen erstmal so in der vierer Schicht komplett durch. Mit einigermaßen guten, schnellen Arbeitskräften. So, guck mal, dann haben wir nämlich alles. Jetzt wollte ich noch mal schnell gucken wegen Forschung. Fotowerbefläche Möbel 1. Lieferservice könnte ich erforschen für 10.000. Die gönnen wir uns noch. 37.000 haben wir jetzt. So, und jetzt könnte ich mir überlegen, für beide Restaurants zum Beispiel den Ganoven anzuheuern. Dann haben wir eine kleine Chance, dass wir das so weit sabotiert bekommen. Wir haben nachher aber echt Probleme, den Laden noch anzumieten, glaube ich. Aber der ist richtig. Also bis dahin müssen wir hinkommen. Aber hier durch den, da unten sind welche. Das ist der fast besser, ne? Hier irgendwie versuchen durchzukommen und da hinzukommen. Das sind viel zu viele einfach. Aber, also das wäre jetzt echt mega ärgerlich. Wir dürfen die Sabotierleute hier eigentlich ungern nochmal verlieren. Ich habe natürlich aber Angst, wenn das jetzt schief geht hier mit dem Restaurant, haben wir das Level wieder komplett vermasselt. Von daher glaube ich, werden wir Mittwoch, geht es dann ja weiter, uns einen hier anheuern und versuchen dahin zu kommen. Ich glaube, ich versuche es aber erstmal nur mit einem, weil zwei zu steuern hier, das ist ja glaube ich dann heftig, oder? Aber im Pausenmodus können wir es mal zwischendurch versuchen. Naja, ich weiß nicht. Gucken wir uns an, ne? Mittwoch geht's weiter. Danke euch fürs Zuschauen, wenn es Spaß gemacht hat. Wisst ihr, danke fürs Like und bis dann. Tschüss.